Differential aber mal an. Ich glaube, das tut dem hier gar nicht, oder tut dem ganz gut. Das ist ja auch schick, dass hier oben noch ein Stückchen Teilfeld ist. So, ich hoffe, das reicht ihm jetzt. Damit er hier anfangen kann zu arbeiten. Aus irgendeinem Grund irgendwie, keine Ahnung. Mach bitte, so. Hier streikt er schon wieder. Ich verstehe noch nicht so recht, warum. Ich probiere es hier auch mal eben mit dem Vorgewende. Vielleicht klappt das jetzt ja gleich. Wenn wir ihm ein bisschen Platz hier verschaffen. Hat auch noch nichts eingeladen bis jetzt, ne? 500 Liter, die da drin waren, das ist ja mal gar nichts. Oder wir versuchen es jetzt einfach mal von hier aus fahren zu lassen. Vielleicht kriegt er das ja auf die Kette. So. In der Hoffnung, dass ich jetzt erstmal in Ruhe eine Runde weiterfliegen kann hier. Was ist mit dem Flug passiert? Hier ist das Allrad auch aus. Verstehe ich nicht. Nein, falsche Taste. Und runter damit. Das Feld müssen wir eigentlich auch nur einmal fliegen, weil das ist dann wie oder wird zur Wiese und bleibt auch Wiese. Die ja immer wieder nachwächst, von daher brauchen wir nur einmal fliegen zum Glück. Alter, hier geht's aber auch mega bergauf, wa? Junge, Junge, Junge. Wird interessant hinterher mit unserem tollen Rasenmäher, den wir zurzeit noch haben. Ich hoffe, der packt das. Könnte nämlich sein, dass der eventuell leicht untermotorisiert ist. Ah, okay. Ich sehe schon. Aber warte mal, die Schmutzmod ist drauf. Die brauche ich gar nicht rein. Ja, die ist drauf. Perfekt. Auf jeden Fall driftet uns hier gerade der Flug weg. Eventuell müssen wir hier gleich anders rumfahren, um das hinzubekommen. Er ist ja auch minimal untermotorisiert hier, ne? Der Fendt. Ich glaube, 17 PS hat da zu wenig. Versuchen wir es mal hier auf dieser Schiene hier. Ich bin gespannt, ob er das packt. Falls nicht, müssen wir uns mal ein anständiges Zuggerät gleich mieten. Oha. Unter Volllast.
Quält er sich hier hoch? Wir haben jetzt alles drin. Differentialsperren sind schon wieder aus. Jetzt. Ja, das hat, glaube ich, gar keinen Sinn. Da müssen wir uns was Größeres leihen. Mit dem kommen wir hier jetzt nicht wirklich weit. Shit. Das war natürlich nicht eingeplant. Aber es gibt den halt auch nicht stärker, als er ist. Dann stellen wir den mal eben beiseite. Ich stelle ihn jetzt mal hin, wo der zukünftige Schweinehof ist. Hier kann ich euch rüberbrettern, das geht eh weg. Den parken wir mal hier. So, dann müssen wir uns. Ich hoffe, dass wir gut. Wir spielen noch auf Echtzeit, das ist ganz gut. Großtraktoren. Auf jeden Fall was mit Bums. 21.000. Der würde den auf jeden Fall ganz problemlos ziehen. Was ist mit dem? 11.000. Hat auch nicht wirklich mehr Dampf. 22.000. 21.000. 21.000. 20.000. Alle arschteuer. Der hätte gar nicht genug Power. Und den gibt es halt wirklich nur mit 517. Der Flug benötigt, lass mich hier einmal gucken, 550. Dann war es so rum. Also 600 wären schon nicht schlecht, 600 PS, ne? Und da bleibt uns nicht viel über, als sowas zu nehmen. 19.000. 420. Ach, einunddreißig. Sechshundertsechsundvierzig PS. Kostet ja 25.000 in der Miete. Für das Geld kann ich auch den Big Butt nehmen. Er hat mehr als genug Dampf. Mieten. Wir nehmen den einfach jetzt. Fertig. Ich hoffe, ich komme damit durch die Map hier. Es wird interessant. Ich glaube, da vorne komme ich nämlich schon mal nicht raus. Aus, an, aus, an, aus. Fertig. Ah, haben wir uns wenigstens mal ein richtiges Fahrzeug gegönnt. So, die Helfer sind diesmal unterwegs, das gefällt mir. Ist das. Nein, das ist nicht mein Feld. Ich nehme den direkten Weg. Ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem Big Butt quer über die Karte zu eiern. Gerade noch gesagt, Helfer arbeiten. Jetzt steht der da hinten. Aber wir gucken mal, ob der Big Butt gleich mit dem großen Flug als Helfer vernünftig arbeitet. Das sind auch enge Straßen hier, ne? Es darf hier kein Auto kommen. Ah, echt geil. Also wenn der das jetzt nicht problemlos packt, dann weiß ich auch nicht. Was Größeres gibt's nicht. Ich hätte den auch schon gerne gekauft. Ich habe es halt einfach nur aus dem Grunde nicht getan. Erstens, um die Option noch offen zu halten. Zweitens, weil der eigentlich auch viel zu groß ist für die Karte. Aber wie wir sehen, könnte es passieren, dass die Anforderungen es ja, heraufbeschwören, dass wir uns den irgendwann mal kaufen müssen.
zwecks mangelnder Alternativen. Wird es natürlich erstmal mit so einer Raupe eventuell dann versuchen. Ob die für alle, wie gesagt, das Feld müssen wir eh nur einmal fliegen, danach ist gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Felder sind, wie es da mit bergauf, bergab technisch ist. Denke mal aber, oder hoffe, dass wenn es nicht weiter so steil da ist, dass man da halbwegs vernünftig durchkommt. So, sind wir wenigstens schon mal hier vorne. Ich glaube, der Motor ist kaputt. Er weiß nicht so recht, wo er hinschalten soll, habe ich das Gefühl. Ein bisschen buggy ist er auch, so wie es aussieht. Aber es soll mir egal sein, solange er den Flug zieht, ist mir das alles Wumms. So, und jetzt haben wir noch das Problem, ich krieg den da gar nicht dran. Glaube ich. Korrekt. Och nö. Gab's doch diese komische Adapterkupplung. Wo ist die denn? Wieso fällt mir so ein Scheiß auch nur erst dann ein, wenn es zu spät ist? Hier. Den brauchen wir auch noch. Den kann ich jetzt aber schnell mit dem Fendt abholen. Erstmal machen wir jetzt hier, wer steht. Der fährt. Der steht. Weil er in die... Naja, auch nur beinahe in die falsche Richtung fährt. So, jetzt arbeitet er weiter. Fend, 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 fend. Auf geht's. Holen wir mal schnell die 3-Punkt-Kupplung ab. Dass ich da auch nicht eben R dran gedacht habe. Ich wusste das, hab aber überhaupt nicht dran gedacht in dem Moment. Das sind alles Sachen, die wieder Zeit kosten. Und auch Geld in dem Fall. Ich glaube, ich muss mal die Lenkung ein bisschen umstellen, dass ich nicht mehr den vollen Lenkeinschlag benötige. Irgendwie fährt sich das sehr, sehr merkwürdig. Ich habe eigentlich immer so gespielt, aber irgendwie ist das seit neuestem komisch. So, jetzt haben wir die 3-Punkt-Kupplung. Okay, lag jetzt aber auch eben wahrscheinlich daran, dass die Differentiale wieder gesperrt waren. Ich glaube, dadurch fährt der tatsächlich, also vom Lenkverhalten auch ein bisschen anders. Ich glaube, dass man das tatsächlich sogar merkt beim Fahren. Ja, fährt sich jetzt wieder anders. So, Vollgas, weiter geht's.